Yay, also mal hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen, naja, Aufnahmesession natürlich auch, nagelneues Projekt, Projekt soll ich sagen, eigentlich mehr so ein Langzeitprojekt, ne? Jawohl. So ein ganz, ganz, ganz langes Projekt. Wir haben hier einen kleinen, eine kleine Kreativkarte, ne, mit Mods, wie man sieht, und die werden wir mal, wie wir lustig sind, wie wir Lust haben, werden wir bauen. Werden wir hier bauen und ja. Und nochmal zeigen, was wir gemacht haben, natürlich. Genau, zeigen wir das Ganze natürlich auch, aber wie gesagt, die Folgen werden auch sehr unregelmäßig kommen. Die kommen vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate. Ich habe keine Ahnung, wie wir halt vorwärts kommen, wie viel wir halt hier bauen und so. Das kommt immer drauf an. Viel haben wir noch nicht. Wir haben hier nur unsere Rennbahn. Jawohl. Ich denke mal, das nächste Mal fährst du die Rennbahn und gucken, wie schnell du bist. Oh mein Gott. Du hast ja Zeit zum Üben. Dann reite ich ja lieber noch auf dem Schwein. Auf dem Schwein reiten? Auf dem Schwein? Oh. Abgewürgt. Yay. An der Mülltonne. Gegen die Mülltonne gefahren. Gefährliches Objekt, so eine Mülltonne. So, ja, auch wirklich. Okay, wir haben hier die Rennbahn, haben wir schon. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an. Ja, ein Parkhaus und das sind wir noch am Bauen. Das soll ein Hotel werden. Genau. Und sonst haben wir hier noch nicht viel. Das war es eigentlich im Grunde. Einfach mal so. Trotzdem so zum Zeigen. Ist halt nicht viel, wie er schon gesagt hat, aber man fängt klein an und es wird größer. Genau, es ist immer nach und nach was dazu. Vielleicht müssen wir mal was abreißen und verschönern und ach, wer weiß. Also ich reiß nichts ab. Du reißt nichts ab. Das Parkhaus war schon eine Arbeit, hallo? Ja, ich weiß. Ein Geklicke, das gibt's schon gar nicht. Ja, wenn man kein WorldEdit benutzt. So. Na, alles Handarbeit. Alles Handarbeit, ja. Alles Handarbeit hier. Na gut. Ich könnte mal das Auto hier im Parkhaus abstellen und. Ja, und mal eine Treppe runtergehen. Denn wir haben natürlich auch dran gedacht, dass es Fußgänger gibt. Die müssen ja nicht unbedingt die Auffahrt runterlaufen. Dass das ein Bild im Parkplatz, der ist so groß. Ja, ich glaube, ich hätte die Parkplätze doch noch ein ganzes Stück kleiner machen können. Aber so kann man wunderbar aussteigen. Ist doch perfekt. Ja, okay. Zum Runterlaufen. Will ich wirklich runterlaufen? Ich bin kreativ, muss ich auch runterfliegen. Ja, aber wofür habe ich dann bitte ein Treppenhaus gebaut? Weil es Spaß macht. Weil es dazugehört. Ist ja gut. Und schon kriegt er einen auf den Deckel. Yep. Weißt du, was du das hier vergessen hast? Was? Eine Kasse. So ein Kassenautomat, der hier irgendwo hin muss. Stimmt. Irgendwie sowas. Okay. Ja, wo sie halt ein Parkticket ziehen. Ja, genau. Momentan ist es gratis. Ja. Yep. Müsste eigentlich in eine Schranke hin oder so. Ja, die geht aber dann nicht auf, weil. Also momentan ist es gratis. Ja, ganz einfach. Ist doch auch ganz nett. Ja. Okay, wir fangen mal mit der Rennbahn an. Oh, hier sieht man schon Parkplatz. Ist klar. Ja. Kleiner Zebrastreifen. Wir sind jetzt natürlich nicht die kreativsten, nicht die am schönsten Bauer. Aber mal gucken. Also, ganz so schlecht sind wir auch wiederum nicht. Mein Parkhaus mag ich zum Beispiel. Ja, ist okay. Ich bin ja nicht Da Vinci oder sowas. Aha. So, gehen wir auf die Kasse. Müssen wir schon bezahlen hier. Schön mit Kassier. Ja. Fensterchen. Oh, wir sind hier bei Minecraft Racing. So.
Jetzt gibt es erstmal einen ewigen Weg der Treppe. Hier muss ich mir noch eine Schranke oder sowas hin. Ja. Mal gucken, mal schauen. So. Ich muss erstmal aufs Klo, aber das ist dringend. Sorry, ich muss erstmal. Das ist mal wieder typisch. Der erste Weg, wofür der hi? Sich erleichtern. Was denn? Ich will spülen. Ist kaputt, die Spüle ist kaputt. Also Hände waschen, nicht vergessen, ne? Genau. Ui, es tröpfelt. Okay, ja, simple Toiletten haben wir hier einfach. So. Das brauchen wir nicht alle eingucken. Dazu. Ja, einfach, dass es halt eine Toilette gibt. Das Schildchen hängt ja dran, also wer da noch ins Falsche geht, dann weiß ich auch nicht. Bankautomat. Jawohl, Bankautomate. Die soll doch auch nicht Geld lassen, wenn ich schon was gucke. Ja, oh, ich könnte mal gerade so ein bisschen Hintergrundmucke anmachen. Ob es angegangen ist. Ist es angegangen? Ich höre keine. Ich auch nicht. Ja. Bier, Pizza, Burger. Kannst du dir da rumbo schnappen? Wenn du jetzt auch nehmen könntest, richtig, ne? Ja, ja. Aber jetzt nochmal was anderes. Jetzt halt Musik. Da sind auch nochmal Kasten. Geh mal ans Fenster links. Welches Fenster? Das Fenster? Ja, da? Genau. Ja, durch Dekokraft kann man das so schön aufmachen. Und dann kann man auch da das Essen rausgeben. Oder einsteigen. Kasse, gibt's Geld. Es darf ja wohl nicht jeder so bösartig denken. Z. Ja, ja. Ja, hier sind sie schon gut am Burger, Pizza und Co. futtern. So eine richtig gute Pizza, ist aber was Feines. Hey! Ich hab ihn gegessen. Der war so schwer zu platzieren. Ich merk's. Du kannst nämlich eigentlich irgendwie nur ein Teil drauf platzieren. Also musste ich ja erstmal zwei normale Dinger hinstellen, dann das Zeug drauf, wegschlagen, Tisch hinstellen. Wieso gar nicht? Was? Ja. Ah, da. Was? Da. Cheater. Na ja, gut. So, was haben wir noch alles Schönes? Was denn hier? Ja, das ist der Tower. Ah ja, der ist mir nicht so gut gelungen. Ist doch eigentlich ganz okay. Dafür, dass man es einfach so aus dem Kopf macht. Ja, ich hätte einen ganz schöner gehabt. Ja, naja, gut. Übung macht den Meister. Ja, so irgendwie. Ja. Ist leider noch nichts reingestellt. Aber man hat schon eine schöne Übersicht über die ganze Strecke, fast über die ganze Strecke dahinten. Ja. Naja, ja, okay. So, mal runter wieder. Die endlosen Treppen, jawoll. Schwellkopf. Ja. Ja, dünner wie der Kopf nicht. Ja. Das sind echt 1000 Treppen. Ja. So, da drin waren wir. Ja, ja. Wir haben ja noch viel oben. Ja, erstmal das andere oben, ne? Erstmal das andere oben. Das andere oben, das sind ja dann die Kabinenpresse und so. Hier ist die Presse zum Beispiel. Genau. Kann von da direkt filmen. Was bringt von hier aus, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, aber. Oh, wer weiß. Und hier so. VIP-Lounge. Jawohl. Wir sitzen und gucken. Haben es schön gemütlich, warm. Holen sich vielleicht noch den Service hoch. Wen bringt Modett und Dett? Ja, ja, wir können wieder runter. Ja. Genau. So. Und als Tür sind es halt mal so Vorhänge. Nee, vielleicht nicht durch. So. Nein, dann kommst du nicht durch, wenn die zu sind. Wenn die zu sind, sind sie zu. Dann glaubt alle gleich aus, ne? Die sind alle gleich gebaut. Ja. Genau. Auch farblich halt. Weil es einfach besser aussieht, wenn es nicht zu viele verschiedene Farben dann sind. Genau.
Fliegen mal geht schneller. So. Ja, das war das erste Projekt, wo wir angefangen hatten. Direkt mal eine das Rennbahn. Ist es auch. Es leuchtet im Dunkeln. So, gehen wir mal hier raus. Jawohl, auf die Tribüne. Zuschauertribüne. Das ist dieser vordere Bereich hier. Wo man rumstehen kann. Draußen noch weiß es nicht. Oder so, ich weiß es nicht, ja. Ich war noch auf keiner Autorennbahn. Ich auch nicht, also wird irgendwie schief gehen, ne? Ja. Ich könnte da hochfliegen, aber ich gehe einfach mal zu Fuß. Ja, wir haben ja einen Originalweg, ne? Also Eingänge. Willst du da bei den Damen reingucken? Ah ja, warum denn nicht? Ich bin aber keine Dame. Hallo. Jo. Zum Glück keine da, der dir gerade einen reinhaut, ne? Ja, das sind auch wieder simple Toiletten. Einfach so, also, genau. Da brauchen wir nicht, das soll man nicht viel zeigen. Genau, ist ja nur... So, okay. So, gehen wir hier hoch. Und dort genau, ist dann, und dann hier, wo man sich quasi hinsetzt und das Rennen genießt. Oder so ähnlich. Ja, meistens siehst du eh nur den Start und Rest, ja. Ja, genau. Weiß ich auch nicht, der geht verloren, finde ich. Ja, passt schon. Gut. Hier ist der andere Zugang. Jawohl. So, gehen wir mal auf die Strecke. Wir haben sie zwar schon gesehen, aber wir hätten hier noch die Boxen. Genau, die Boxen. Für jede eine Tankstelle zum Volltanken. Und ein Feuerlöscher. Feuerlöscher natürlich. So, wir haben jetzt noch, wie viele Teams haben wir? 10, ne? 10, jawohl. 10 Teams. Ja. Ja, gut, wir haben ein bisschen Wildwuchs und ein bisschen Wild hier rumlaufen, ne? Das macht ja nichts. Ja, die machen das Rennen dann noch ein bisschen härter. Ja. Jo, denn. Ja. So. Warum wollen die mir gleich sterben? Das ist doch sowas von. Ich weiß auch nicht. So, was haben wir hier? Fähnchen. Ja. Oh, Fähnchen. Fähnen. Das soll eine Anzeigetafel darstellen. Ja, wahrscheinlich zu weit hinten, aber. Vielleicht müsste da vorne hin, da. Das sieht man ja dann. Ja, und auch deine knuffigen Autos, ne? Ja. Deine knuffigen Autos. Das musste doch hin, weil nur eine graue Wand, das wäre so nackt gewesen. Ja, klar, das ist viel zu nackt, aber na ja, gut. Die ganzen Fahnen. So. Meine schönen LKWs hast du noch nicht. Deine LKWs, ja. Ja. Die ist knuffig. Eigentlich müssen wir noch Racing hin, oder? Häuschen? Racing. Minecraft Racing. Wie es vorne steht. So, hier da hinten haben wir noch ein paar Team-LKWs, in denen die Rennwagen natürlich gebracht werden. Wo ich mir viel Mühe gegeben habe. Auch wenn es vielleicht nicht nach den schönsten LKWs der Welt aussieht, aber das sind halt meine. Ja, deine. Genau. Auch an der Wand sind natürlich Autos wieder mit dran gemacht. Ja, die Knochen. Nur, dass die hinten dann den Staub von dem vorderen fressen. Ja, mal Grand Prix stehen, genau, Grand Prix. Jawohl. Ja, so, das war die Rennbahn, ne? Ja, das ist dann schon mal unsere Rennbahn. Genau. Ich frage mich wieder, wie kriege ich denn das Auto auf die Rennstrecke? Naja, da muss ja. Ich wirklich Rampen hier hochbauen. Ja, aber rechts haben wir natürlich auch noch einen Platz, wo Feuerwehr durch kann. Achso, das ist mir zwar runtergefahren, aber das ging ja schnell. Ja. Ah, ein Vogel.
Ja, das Fenster ist offen und verwirrt manchmal. Also ja, Feuerwehr und Arztplatz haben wir dann da auch. Genau, Feuerwehr, Arzt für den Notfall, ne? Muss ja immer mal da haben. Kann ja immer was passieren, das ist es ja. So. Na, dann kommen wir ja schon zu dem noch nicht fertigen Hotel. Ja. Von Weitem hat es halt ausgesehen, ob keine Fenster drin wären. Aber die sind, war zum Glück, überall drin. Wird auch noch ein bisschen von außen schicker gemacht. Das kommt alles noch, wir sind ja noch mittendrin. Genau, mit Rampe. Wenn man mit dem Auto reinfahren kann. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Rolli. Rollstuhl. Mit dem Auto geht aber auch. Empfangsbereich. Wenn mal vorne die Rezeption komplett voll ist. Aha. Ist keiner da, ich muss warten. Na, das kann dauern, bis ich jetzt komme. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab noch einen Hamburger zum Essen. Ja. Auf jeden Fall versuchen wir es halt so hell und freundlich zu gestalten wie möglich. Schon Hustenanfall, den muss ich rausschneiden. Ich hoffe, ich vergesse es auch nicht. Wird schon schief gehen, ne? Dann gehen wir erstmal links, die Rampe. Links? Ja. Links. Ein paar Zimmer haben wir gemacht, ganz hinten. Aber du hast Zimmer gemacht, ich habe gar nichts mit dem Hotel gemacht. Ja, das stimmt auch wiederum. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Ich will dich nur nicht so mies dastehen lassen. Das ist halt dann das Bad. Einfach eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette. Aha. Türen fehlen noch. Ganz hinten, das ist auf jeden Fall gemacht. So richtig schön Luxus. Ordentlich großes Bettchen. Ja. Ist auch schon jemand drin. Aha. Fehlen halt nur noch Türen hier in dem Raum. Sogar mit DVD-Verleih, ja. Also. Wahnsinn, was für ein Service hier. Das ist wirklich Service. Das ist so eins der kleinsten Zimmer. Okay. Ja, es ist halt das Gleiche. So ein bisschen was muss schon noch gucken, was da gemacht werden muss. Hier haben wir dann den Frühstückssaal. Ja. Kekse. Genau. Kekse, Baguette, Eier, noch mehr Kekse, hinten Toast. Falls jemand Lust morgens auf Suppe hat. Boah. Ich hab mir jetzt einen Husten morgen geschnappt. Schon wieder ein scheiß Husten, furchtbar. Ich bin halt immer noch krank und das. Ich werde ihn man nicht merkt los. Es. Ich werde ihn nicht los. Na gut. Genau, Speisesaal haben wir hier. Für ein Frühstück und so. Hier geht's ins Büro. Genau. Beziehungsweise halt in den Raum, wo es das Frühstück dann gibt, was dann morgens angeliefert wird. Das ist doch ein Buffet, oder? Ja. Aber hinten, das ist dann, wo die Leute das dann vorne hinstellen, wenn es soweit ist, dass es wieder leer ist. Also, man darf es nur hier vorne holen. Ja. Nicht hier hin. Genau. Ah, okay. Wo ist denn der Toaster? Der Toast ist schon fertig. Du verbrennst den ja nur. Oh. Na ja, gut. So, Bildschörtchen. Eine schöne Schokotorte. Lecker. Haben wir doch Kuchen. Ja, haben wir. Aber nicht gefroren. Nein, wir hätten auch noch Tassenkuchen. Na gut. Hier oben? Was hier oben? Hier oben ist noch sind die Zimmer zwar schon so weit hingestellt. Aber noch leer. Alles klar. Für die Frame werde ich sie vielleicht auch nicht unbedingt füllen. Ja, weil wenn man wirklich zu viel von diesem Deko hier aufstellt, dann leider das Spiel drunter. Ja. Oh, ein bisschen Luft einlassen. Oh. Das sind halt ja 3 Etagen. Mhm, hier oben. Ja, da fehlt auch noch.
Nur halt, ob es dann was reingemacht wird, das ist die Frage für die Frame. Genau. Man kann ja auch ein paar normale Vanillabetten reinschmeißen. Mhm. Also, ich muss jetzt nicht nur die Deko-Kraft-Sachen dann nehmen. Weil das hilft vielleicht auch. Und vor allem, ja, den Aufgang schön hell. Ja, ja. So. Wir müssen halt auch noch einen Namen einschreiben, wie das Hotel dann heißt. Ach, fällt mir was ein. Mal gucken. So. Ja. Einen Hamburger wegschmeißen. Gut. Das wäre so dann mal die erste Etappe von dem, was wir gemacht haben. Ja, ja. Ja. Sondern du willst das Ganze auf dem Schwein machen. Ja, das würde ich dann eiskalt mal machen. Das dürfte nur wahrscheinlich total crazy sein. Denke dran, man braucht auch noch einen Sattel. Da war er doch schon. Mein Gott, ich bin im Husten. Okay. Die Frage ist mir wirklich schnell mit dem Schwein. Ich weiß es nicht. Es ist total crazy. Yay! Hui, das ist ein Wettrennen! Wow! Aber so kann man quasi ja, jedes Tier mal ausprobieren, wie langsam oder schnell es ist. Und so sieht man wunderbar noch mal die ganze Bahn. Ganz in Ruhe. Muss ich das wirklich die ganze Strecke ablaufen? Nee, das dauert ja ewig. Das stimmt. Das geht jetzt viel schneller. Ja, das muss ich mich nicht sagen hier. Bist ja auch schwer. Ja, da müssen wir auch einfach mal das, die Pflanzen wegmachen. So. So ein bisschen ist ja gut, aber zu viel. So, das war jetzt das Erste. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Ja, und wie gesagt, es Folgen kommen sehr, sehr unregelmäßig, nehme ich mal an. So ein, zwei Monate vielleicht. Ja. So. Wie wir halt Fortschritte haben. Genau, genau, genau. Wie wir Fortschritte haben. Halten wir auf den neuesten Stand. Genau. Also dann, mach's gut und tschüss. Tschüss.